kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Dirty Swamp, wo ein Irrlicht mich hier schon erwartet hatte, aber der nette Gorsa, der uns in der letzten Folge ja, oder der mich einige Nerven gekostet hat, der begleitet uns jetzt. So, das Ding haben wir. Wir müssen auch andere Golems anscheinend hier besiegen. Gucken wir mal. Ich habe übrigens in dem anderen Raum einen Geschicklichkeitstrank vergessen. Das ist mir in der Aufnahme aufgefallen. Gorsa. Mr. Gorsa. Können Sie sich bitte beruhigen? Oh shit, da ist ein Steinrichter. Der ist ja übelst magieresistent. Aber Gorsa macht das schon. Gute Arbeit, mein Freund. Gute Arbeit. So, hier waren wir anscheinend schon dran. Ja, muss ich das jetzt nochmal machen? Und da kommt ein Feuergolem oder wie ist es? Ah ne, hier war noch ein Ding. Wo ist Gorsa Attacke? Oh shit, da wartet ein Schattenwolf auf mich. Kann ich mir doch noch den Geschicklichkeitstrank holen. Ich muss jetzt nur aufpassen. Aua! Heiß, 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 heiß! Ja, heiß, heiß, heiß. Wie geht denn das jetzt hier auf? Komisch. Ich frage mich, ob ich jetzt hier nochmal dran muss, aber die Tür ist ja eigentlich aufgegangen, von daher scheint das doch erstmal richtig zu sein. Aua, ist das heiß! War das Adamus Wille? Das weiß ich nicht, Gorsa. Opel Gorsa. Muss ich hier nochmal einen Knopf drücken, oder? Es wäre zugegangen. Ich bin etwas überfragt. Hätte nicht eigentlich diese Tür hier aufgehen sollen? Ich hatte nur gewundert, dass bei einer Stelle quasi Skelette kamen. Was sagt denn hier noch das schlaue Buch? Die letzte Tür versperren 4, die grausames Beschwören. Das haben wir ja gemacht. Ach so, hier ist. Ach, ich bin so blind. Ein Blindfisch. Und dabei hat Gorsa keine Augen. Hallo?
Gorsam, möchtest du den Steinwächter verprügeln, der 9000 Lebenspunkte hat? Ah ja. Ach, das kommt einfach regelmäßig? Oh, okay. Ja, dann. Rosa, geh da mal weg, du stirbst gleich. Pass mal auf dich auf, mein Freund. Was ist das für eine merkwürdige Lichtquelle, die auf mich zukommt? Bist du böse? Der ist da in Kraft. Untote vernichten. Bisschen Kleinkram. Ein Sockel. Dann ist das Amulett, das nehme ich gerade mal bewusst noch nicht. Gucken wir mal lieber hier. Das erste Stück schenken wir unserem erhabenen Herrscher. Möge Gorsa es behüten, bis zu seinem Tode und noch darüber hinaus. Das zweite Stück brachte Asmodian, den Beschwörern der Ahnen. Mögen ihre Zauber es beschützen. Das dritte Stück erhielten unsere Stammesbrüder aus den Bergen. Möge es dort vor aller Augen verborgen bleiben. Das vierte Stück wurde dem hohen Priester anvertraut. Möge Adanos Gunst darauf sein, wo immer er es bewahrt. Auf das künftige Generationen die Teile furchtsam hüten wie ihr Auge, wie ihres Auges Apfel. Auf dass sie die Stücke eher in Vergessenheit geraten, als dass ein Narr sie zu gebrauchen sucht. Auf dass die Klauen des Bösen sich nie mehr danach recken. Wenn ich Recken höre, muss ich schon wieder an die Goblins denken. Ah, das wurde aber auch Zeit. Und jetzt schleunigst raus aus diesem verfluchten Tempel. Irgendwie habe ich Angst vor diesem Ding. Was macht das denn? Okay, ich wusste, das ist böse. Das Böse. Sieht so aus, als würde hier etwas hingehören. Vielleicht so ein Fokusstein wie im Talkessel der Taufe Adanos? Danach sollte ich die Augen aufhalten. Sieht so aus, als würde hier etwas hingehören. Vielleicht so ein Fokusstein? Danach sollte ich die Augen aufhalten. So, ich sehe keinen Fokusstein. War ja keiner drin. Könnte dann ein warte mal, ich habe eine Untoten vernichten Spruchrolle bekommen, ne? Kann ich vielleicht dieses Ding angreifen und das ist ein magischer Fokus, der hier rumfliegt? Geh doch weg. Wo ist denn der Zauber? Das scheint nicht die Lösung zu sein. Aber irgendwas muss es doch damit zu tun haben, mit diesem Ding, oder? Hättest du mal auf leicht gestellt. Ja, hätte ich mal auf leicht gestellt. Ich bin schon wieder überfragt hier. Oder muss ich hier drücken? Kann ich hier wieder weg? Ach so, hier ist einfach ein Schalter auf dem Boden. Hast du vielleicht deinen Fokusstein dabei? Ich bin da nicht draufgetreten. Hättest du mal auf leicht. Dieses
bin doch da gar nicht drauf getreten. Boah, so wäre cool, wenn du den ablenken könntest. Hättest du mal auf Leicht gestellt. Hättest du mal deine Fresse gehalten. Weißt du, es wäre auch cool, wenn du einen anderen Satz sagen könntest. Wieso geht das nicht mehr? Ich bin doch vorhin da auch rübergelaufen. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Weißt du, du machst Dinge, dann machst du die Dinge nochmal und gehen sie aber nicht mehr. Auf einmal. So. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Dann wird er von der Falle erwischt. Im Idealfall. Danke. So, Gorsa. Sag mir nicht, dass du kannst davon nicht getroffen werden, oder was? Okay. Und ein weiteres Mal. Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Lass mich raten. Noch ein Tempel. Adonos selbst scheint sich gegen mich verschworen zu haben. Zumindest kriegt hier keiner mit, dass ich in solchen Situationen zu Selbstgesprächen neige. Oder? Jiran? Jiran? Der Magier scheint jedenfalls nicht hinter diesem schlechten Scherz zu stecken. Na gut. Und wie komme ich jetzt wieder zurück in den Sumpf? Junge, kannst du mal dein Maul halten? Weißt du, irgendwann ist ja auch mal gut. Er hört ja gar nicht mehr auf zu reden. Guck mal, es geht schon wieder nicht. Ich krieg echt die Krise. Gorsa, du hast nicht geschafft, das Skelett zu besiegen, oder was? Was bist du für ein Lappen? Geh weg. Wo ist eigentlich schon wieder mein Machtgriff hin? Gib mir das. Zu Staub zerfallen. Vergessener Zweihänder. Ja, schönes Kristallportal. Erinnert mich irgendwie an Risen 3. Ja, das ist auch... Ja, guten Tag. Bleibst du da bitte stehen. Und jetzt kommt Dauerfeuer. Zack. Und weg. Oh, was denn jetzt schon wieder? Bin ich jetzt tot oder so? Keine Ahnung. Auf einmal fühle ich mich so merkwürdig, als würde ich nicht mehr in der wirklichen Welt sein. Das gefällt mir nicht. Ich sollte schleunigst sehen, dass ich von hier wegkomme. Tja, ich weiß, wo wir sind. Ob ihr alle wisst es. Deswegen heißt die Quest auch zurück zu den Anfängen. Ich könnte schwören, dass ich hier schon einmal war. Andererseits,
Diese Tempel sehen alle gleich aus. Hallo? Oh, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Schön. Wer war denn das? Na, guck mal, wer da ist. Du! Man begegnet sich wohl immer zweimal im Leben. Selbst nach deinem Tod bist du noch ein Arsch. Aber das passt ja zu dir, in einem Tempel herumzukriechen. Immer noch nichts gefunden. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe Freunde gefunden. Und bisher verschollene Fragmente eines richtig wertvollen Amuletts. Das hättest du von mir nicht gedacht, was? Gib her. Mein Fragment. Sag jetzt nicht, du hast auch eins von den Dingern gefunden. Elender Magier. Dieb. Ein Schwarzmagier hat dir also das Fragment abgenommen und dich in einen Zombie verwandelt? Geschieht dir recht. Klappe. Sei dankbar. Ihr dich überhaupt behalte, statt dich Kopf kürzer machen. Sei du lieber dankbar, dass ich dich jetzt erlöse, indem ich dich einen Kopf kürzer mache. Wer soll ihn aufhalten? Dich. Warte mal. Oh nein. Wer ist wir? Oh nein, kriege ich auch einmal eine Pause. Ich kann mich nicht bewegen. Wer hätte das erwartet? Sehr originell. Wirklich. Kann ich speichern? Verdammter Zombie, Sanchez. Lebend hat er mir fast besser gefallen. Versperrt. Ich will nicht. Ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Ich freue mich. Das macht so viel Spaß, von allen Seiten direkt bombardiert zu werden. Rosa, mach sie fertig. Kann ich mir eigentlich noch einen zweiten Skelett-Dingpump dazu holen? Nee, das geht nicht. Na gut. Au. Au. Kann ich speichern? Oh, ich kann speichern. Zumindest etwas. Aber das war es sowieso noch nicht. Ich könnte mal eventuell... Was habe ich denn hier so? Schrumpfen machen wir mal. Blizzard machen wir mal rein hier. Na? Die machen glücklicherweise nicht so viel Schaden. Rosa, da ist noch jemand. Zu Staub zerfallen. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Zu Staub zerfallen. Hallo? Solltet ihr hier schon stehen? Er
shit, wer ist das? Hey, 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 wer ist dieser Typ da? Bossa, Hilfe! Junge, 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 Junge. Das ist aber nicht nett, was hier alles passiert. So, kannst du bitte diesen Zauber auswählen? Warum klappt es jedes Mal nicht? Wieso klappt es nicht? Wähl den scheiß Zauber aus. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Was ist das für eine Kacke? Lasst mich doch alle zufrieden. Kann ich mich bitte bewegen? Warum ist jetzt alles so frustrierend geworden? Was ist das für eine Scheiße? Diese Skelettkrieger sollten, glaube ich, normalerweise gar nicht da sein. Irgendwie ist mein Spiel komplett verbuggt. Das war es ja schon die ganze Zeit. Checkt das alles nicht. Gorsa kämpft hier, das ist gut. Deine Zeit abgelaufen. Mann, ich will nicht die Harpie am Ende des Raumes anvisieren. Ich will diesen verdammten Zombie. Sorry, Gorsa. Meine Güte. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. So ein Stress. Da macht auch jemand sich nichts mehr anfangen. Naja, jetzt ist er weg. Die Waffe tötet niemanden mehr. Zu Staub zerfallen. Schön die Finger stillhalten. Krass, dass Sanchez diese Truhen hier nie geöffnet hat. Wir sind angeblich der Nichtsnutz. Verdammt! So wird's gemacht. Was kann an links und rechts so schwer sein? Verdammt! Nicht schon wieder! Sanchez wäre stolz. Naja, vermutlich nicht. Egal. Na, wer kam denn da jetzt? Jemand hat sich doch herteleportiert.
So. Haben wir das überhaupt schon gelesen hier? Zu Beginn war unser Volk stark und stolz. Die Gunst Ananos lag auf uns. Seine mächtige Hand schützte. Schützte uns. Dann aber wurden wir verraten. Das heilige Amulett geriet durch die Hände des Verräters in Feindeshand. So nahm alles seinen Lauf. Leid und Tod nahmen wir auf uns, um das Amulett Adanos aus ihren Klauen zu befreien. Der Feind aber war stark, hatte er sich doch die Macht unseres heiligen Reliktes tückisch erschlichen. Wir entrissen das Amulett ihren blutigen Klauen. Nach Adanos Willen teilten wir es und brachen die Macht des Feindes. Da verließ ihr Häuptling sie und ward nie mehr gesehen. Adanos aber gab uns neuen Mut. Wir zertraten sie wie Heuschrecken und tränkten die Erde mit ihrem Blut. Den Verräter töteten wir und ehrten Adanos. Danach aber weinten wir, denn bitter war unser Sieg und groß unsere Trauer. Unsere Heimat verwüsteten sie, doch unser Volk war mutig und stark. Unser Blut tranken sie, doch unser Volk blieb tapfer und entschlossen. Unsere Kinder verschlangen sie, doch unser Volk ersehnte Gerechtigkeit. Da gab uns Adanos Kraft, sie zu bezwingen. Ja, das wäre eigentlich vor dem gekommen. Aber ist ja nicht so tragisch. So, kann ich mich jetzt hier einfach wegteleportieren oder ist jetzt hier noch irgendwas anderes zu tun? Brauche übrigens das auch mal wieder hier. Oh shit. Weißt du, man bekommt hier echt nicht eine ruhige Minute. Nicht eine. Nicht eine einzige. Naja. Ah, da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Ah, G. Moment. Wer? Du glaubst diesmal uns einen Schritt voraus gewesen zu sein, was? Ich muss dich enttäuschen. In der Zeit, in der du das fehlende Stück des Amuletts für uns gesucht hast, habe ich mich um deinen Magierfreund gekümmert. Aber wo ist er? Was habt ihr mit ihm gemacht? Los, sag es mir! Das braucht dich nicht zu interessieren. Kommen wir nun zum geschäftlichen Teil. Gib mir die Fragmente des Amuletts. Oder dein Freund hat seinen letzten Atemzug getan. Euch die Fragmente zu überlassen, würde daran auch nichts ändern. Einen Versuch versetzt. Aber das habe ich mir schon gedacht. Fliehen ist zwecklos. Der Eingang ist zersperrt. Was habt ihr mit dem Amulett vor? Wer weiß das schon? Du glaubst doch nicht, dass ich dir das verrate. Einen Versuch war es wert. Du hältst dich also für witzig. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Wie du meinst. Glaube nicht, dass du gegen mich auch nur den Hauch einer Chance hast. Du hast Riandus und Ferris doch nur besiegen können, weil sie vorher gegen die Wächter des Amuletts kämpfen mussten. Quatsch nicht so viel. Zieh endlich deine Waffe. Du sollst doch meinen Namen erfahren, bevor du im Staub liegst. Ich bin Zorik, Meister der Blitze. Mach dich auf ein Donnerwetter gefasst, wie du es noch nie gesehen hast. Boah, ich freue mich. So, Gorsa, Mama fertig. Ja, übertreib. Cool, ich kann schon wieder meinen Zauber nicht wirken, aus mir unerklärlichen Gründen.
Lässt du mich bitte runter? Lässt du mich bitte runter? Das ist eigentlich die ganze Zeit so lustig. Ah, das. Okay. Was hab du? Du genug. Du sollst doch mein Mann. So, Attacke, Freund. Wie weit reicht denn sein krasser Scheiß da? Bitte bewegen. Ganz ehrlich, wieso hat er Asmodeum anvisiert? Wieso werde ich denn so müde? Wo sind sie denn? Ah, da sind sie ja. Müssen Sie es. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Ich habe überlegt, ob ich mich vegetarisch ernähren sollte. Monster haben bestimmt auch Gefühle. Ja, das haben sie sicherlich. Wo? Wut. Was? Hass. Oh, verdammt. Hunger. Dieser Zorik muss mich eingeschläfert haben. Aber wo sind denn... zu einer anderen Spezies. Nein. Die Fragmente. Sie sind weg. Und Jiran ist jetzt... Ich muss das alles Warak erzählen. Sofort. Seraphias Magieübungen. Oh je. Ach so. Na, aufgewacht? Tee. Dieser Magier hat dich ja ziemlich fertig gemacht. Hast nochmal Glück gehabt, dass Drakosch und ich zufällig zur Stelle waren. Danke. Du kannst Adalus danken. Ich hab nur zugeschlagen. Wieso schleppst du eigentlich so viel Zeug mit dir herum? War gar nicht so einfach, dich bis ins Dorf zu tragen. Mach bloß keinen Ärger, verstanden? Ja, unnötiger Kommentar, Kumpel. Hey, Drakosch. Möge Adanos alle Zeit über dich wachen. Ja, auch ein bisschen komisch, dass er gar nichts dazu sagt, dass er sich keine Sorgen macht. So, hey, was ist das für ein Magier? Nö, interessiert ihn einfach nicht. Warum hast du dich mit einem anderen Wassermagier geprügelt? Ach, keine Ahnung. Ja, der Kampf gegen den Dingsmagier war schon cool, aber das Ende war so unbefriedigend, weil man ja eigentlich gewinnt, aber dann auch irgendwie nicht. Hallo, Warak. Die Schwarzmagier haben Jiran. Wie? Was sagst du da? Ich bin gerade erst wieder zurück von meiner Suche nach dem dritten Fragment. Im Tempel hat mich einer der Schwarzmagier erwartet und behauptet, dass sie Jiran in ihrer Gewalt hätten. Das ist gar nicht gut. Ich habe Jiran nämlich nicht mehr gesehen, nachdem er mit dir zum Tempel ist. Und ich dachte, dass er einfach viel zu tun hat in seinem Lager.
Drakosch hat mir berichtet, dass er dich schlafend im Tempel vorgefunden hat, nachdem er einen Magier in blauer Robe verjagt hat. Scheint so, als wärst du noch einmal davongekommen. Aber Jiran nicht. Und was das Amulett betrifft, er muss mir die 3 Fragmente abgenommen haben, kurz bevor Drakosch kam. Du hattest das 3. Fragment also bei dir? Also haben sie es trotz eurer Mühen geschafft, fast alle Fragmente in die Finger zu bekommen. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Das 4. Fragment haben sie auch schon. Was sagst du da? Ich habe in einem anderen Tempel Hinweise darauf gefunden, dass dort das 4. Fragment gewesen ist. Alles spricht dafür, dass die Schwarzmagier bereits dort gewesen sind. Bei Adanos, uns läuft die Zeit davon. Was machen wir jetzt? Uns bleiben nicht viele Möglichkeiten. Eins steht fest, wir müssen die Schwarzmagier aufhalten, bevor es ihnen gelingt, das Amulett zusammenzufügen. Schaffen wir das nicht, bedeutet das wahrscheinlich das Ende für unser Dorf. Und wer weiß, was sie gerade mit Jiran anstellen. Hast du schon einen Plan? Ja, ich habe bereits eine Idee. Aber sie wird dir nicht gefallen. Was meinst du damit? Ich habe zwischen den Zeilen gelesen, dass du nicht gerade ein leidenschaftlicher Tempelgänger bist. Aber die Umstände scheinen es zu erfordern, dass du noch ein weiteres Mal über deinen Schatten springst. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Jiran sollte sich ein Beispiel an dir nehmen. Also, dein Plan ist, dass ich in den großen Adanos-Tempel im Rebellenlager spaziere und die Schwarzmagier freundlich bitte, ihr Vorhaben zu überdenken. Im Grunde, ja. Wieso immer ich? Kann nicht mal jemand anders gehen? Durch deine Abenteuer bist du stärker geworden als jeder andere hier. Wenn es einer von uns schaffen kann, dann bist du es. Es wirkt so, als hätte Jiran das alles kommen sehen. Immerhin hat er dir zur magischen Segnung verholfen. Wie soll ich bitte in den Tempel kommen? Ich kann doch nicht einfach in das Rebellenlager spazieren. Du erinnerst dich hoffentlich daran, dass ich rausgeschmissen wurde? Was das angeht, du hattest uns doch diesen Gefangenen gebracht. Du meinst doch nicht diesen verrückten Kirai? Doch, genau den meine ich. Es hat sich in mir der Verdacht geregt, dass er etwas mit den Schwarzmagiern zu tun haben könnte. Da bist du nicht der Einzige. Aber kommt dieser Verdacht nicht ein wenig spät? Ehrlich gesagt hatte ich zwischenzeitlich ganz vergessen, dass er in unserer Zelle sitzt. Wie dem auch sei, wenn ich recht habe, dann kann er uns bestimmt sagen, wie du auf anderem Wege in den Tempel gelangst. Allerdings hatte ich noch keine Gelegenheit, ihn danach zu fragen. Ah ja, ich dachte, das war eigentlich offensichtlich, dass er mit denen was zu tun hat. Wieso hast du ihn noch nicht gefragt? Tja, ich kam leider ein wenig zu spät. Scheinbar wollte er entkommen, aber Asaru wusste das zu verhindern und hat ihm eins über die Rübe gegeben. Seitdem ist er nicht mehr aufgewacht. Dass die Umstände nun erfordern, werde ich ihm einen speziellen Heiltrank herstellen müssen. Und was das angeht... Brauchst du sicher auch meine Hilfe, um irgendwelche Pflanzen zu sammeln? Das stimmt. Ich freue mich, dass du mitdenkst. War ja klar. Welche Pflanzen brauchst du denn? Hier ist eine Liste. Da steht alles drauf, was ich brauche. Irgendwelche Tipps, wo ich suchen soll? Du musst nur durch die Gegend laufen und die Augen offen halten. Wenn dir das alles zu schwer erscheint, dann kannst du auch Miguel fragen. Gut, dann bis bald. Beeil dich. Wer weiß, was Jiran alles schon erleiden muss. Okay. Wenn es dir hilft, dann kann ich dir auch die Zauber beibringen, die Jiran dir angeboten hat. Und falls du noch etwas über Mana-Regeneration wissen willst oder eine bessere Robe brauchst, dann kann ich dir da auch weiterhelfen. Oh, danke. In der nächsten Folge dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.